Wenn Horst Bierekofen eine Skulptur formt, dann muss er damit leben, dass spätestens nach einem Tag kaum noch was davon übrig ist. So ist das eben, wenn man mit Eis arbeitet. Horst Bierekofen ist nämlich Eisdesigner, einer von drei in ganz Deutschland. Aus metergroßen Eisblöcken schnitzt er Adler, Pinguine, aber auch schon mal Firmenlogos. Michael Esser hat sich die vergängliche Kunst für uns mal angeschaut und war in Zülpich-Ölpenich. Michael, die Kälte im Moment ist wahrscheinlich genau das Richtige fürs Eisschnitzen, oder? Sonja, ich würde sagen, spontan sagen, ja, das muss das Richtige sein mit der Kälte. Ich friere hier auch bei minus 8 Grad. Aber diese Kühlkammer hier, die hat konstante minus 8 Grad. Und das ist natürlich viel wärmer als draußen. Und der Horst Bierekofen, der schabt hier gerade an seinem Eisblock da rum. Das ersetzt ihm also ganz kräftig zu. Und ich frage ihn mal, die Kälte draußen, ist das gut für Ihre Arbeit oder nicht? Im Moment sind wir sehr zufrieden. Wir können also sehr lange draußen die Eiskulpturen stehen lassen und präsentieren.